Guten Morgen! Wir waren schon beim Frühstücken und jetzt, heute ist wieder Pooltag angesagt. Guten Morgen! Ich würde so gerne mal wieder ans Meer gehen, aber die kennt ja keine Lust. Wir wollen noch einen Ausflug machen auf dem Glasbodenboot. Das ist das Einzige, wo wir noch nicht fahren. Ja. Eben. Ja, wir haben nämlich hier in Ägypten eigentlich schon jeden Ausflug gemacht, außer nach Kairo. Zu den Pyramiden, da waren wir noch nicht. Und ja, Glasbodenboot oder U-Boot haben wir auch noch nicht gemacht. Und deswegen machen wir das dieses Mal mit der Katie. Super. Ich muss euch das mal schnell zeigen, das ist zu geil, wie die Ketten hier den Knoten hinmacht. Ich sehe gerade gar nichts. Damit ihr Boot nicht wegfährt. Du bist so süß, Mausi. Super Maus. Ich hab nichts gehört. Was? Du schreist ja gar nicht. Ich hab geschrien wie ein kleines Baby, ey. Hallo, wir sind auf dem Weg zur Submarine Boat, oder? Guten Morgen. Doch, Semi-Sub. Das heißt zum Glasbodenboot. Ein Ausflug. Und was machen wir auf dem Schiff? Und hier warten, bis alle Leute wieder weggehen. Schauen wir da Fische an. Ja, und dann kommen die Fische und fangen wir alle auf. Wie bitte? Lecker. Also es gibt ja noch diesen Ausflug mit dem U-Boot. Da bin ich eben so ein bisschen skeptisch, weil ich kann mich noch erinnern, dass da vor 8-9 Jahren ein Unfall passiert ist. Und ich den Flugzeugen hier traue, weil die in Europa gewartet werden. Aber den U-Booten, die werden hier definitiv in Ägypten gewartet. Und ich traue dem Standard hier nicht. Deshalb ein Glasbodenboot, das ist immer über Wasser, weil das U-Boot geht ja mindestens 8 bis 25 Meter Tiefe. Ja, da habe ich Angst. Ja, kein deutscher Standard. Noch dazu haben wir ja bisher eigentlich nie dieses Glasbodenboot mitgemacht, weil wir immer beim Schnorcheln waren und das ja nicht gebraucht haben. Aber dieses Mal machen wir es halt für die Katie, damit ihr die Fische auch mal seht. So eine kleine Ergänzung ist, wenn ihr in Ägypten unterwegs seid und ihr habt Rückenschmerzen und habt irgendwas beim Rücken, schmeißt euch vor den Ausflügen die Tabletten rein, die Relaxma, diese Huckel, das ist wie so Folter. Das ist wie 1000 Nadelstiche. Achtung, jetzt kommt wieder einer. Und die fallen ja echt schon langsam drüber. Du hoppest hier einfach. Du kommst da nicht rum. Das sieht so hübsch aus. Oh, so schönes blaues Meer. Guck mal, da hinten kommt schon unser Glasbodenboot. Da kommt's. Ist wirklich wunderbar und ich freue mich ganz arg. Freust du dich auch? Ja. Brauchst du noch Wasser? Ja, ich mag. Du magst Wasser holen? Ganz alleine. Okay. Guck mal, hier gibt es so eine tolle Fischkarte. Die hat uns gerade gezeigt, welche wir alles sehen könnten. Und der hier, der da, da seht ihr ihn, das ist der Verbrecher. Der hat mich vor ein paar Jahren mal gebissen. Für die Karte. In den Zeh, und zwar so, dass ich geblutet habe. Das tat weh, ey. Jetzt müssen wir die Treppe runter. Jetzt hier Meter, zwei Meter unter der Wasseroberfläche. Und wir sehen hier relativ intakte Korallenriffe. Thank you.
Wow. Magst du mal anfangen? Streine mal. Sind logischerweise zurück von unserem Glasbodenboot, sind dann noch eine Runde geschwommen. Ich habe mir noch einen Sonnenbrand eingefangen, war klar. Und jetzt geht es zu meinem Teppanyaki-Grill, wo ich mich sehr drauf freue. Wir sind hier in diesem Restaurant-Dreieck. Hier ist die Katie. Hier ist die Sushi-Bar. Hier ist das Elements Disco. Und da hinten ist das Teppanyaki-Grill. Und da gehen wir jetzt hin. Bald los. Ich habe tierisch Hunger, aber wenn es ganz dumm läuft, macht uns eine kleine Maus einen Strich durch die Rennung. Die ist nämlich ganz müde. Ohne Mittagsschlaf. Oh, das erste kommt schon. Das ist die Suppe, Miso-Suppe. Los, die Vorbereitungen beginnen. Da hinten liegt schon unser Essen. Jetzt gibt es Eier. Salat. Sieht so lecker aus. Ich glaube, hier drin hat das alles einen leichten Rotstich. Hier ist die Käse eigentlich und der Reis kommt gleich noch. Das sieht fantastisch aus. Und der Akku ist leer, weil ich so viel Spaß habe. Macht er noch den Nachtisch? Nachtisch. Summer days burn me out, love just brings me down. Cold inside like winter leaves, I slowly leave the ground. Hey, you come back, I wanna give you a chance. Love me like you used to, so we can learn again. The skin is getting brown, baby, drink your night away, maybe. You will not regret me. Laying down under the sun, burning love, cause we are young. No one tells us what's done. Der letzte Tag im Urlaub. Ich hab's natürlich wieder mal geschafft. Ich hab die Katie gerettet. Zahlt euch mal hier meinen Arsch in die Kamera. Ihr könnt es sehen. Wie schön ich mich hier in irgendeinem Dornbusch noch wunderbar aufgekratzt habe. Und dann heute 4 Stunden da drauf sitzen darf im Flieger. Jedenfalls, Papa, wir haben mal wieder die Superblogger schlechthin abgegeben, Vlogger. Und gestern oh mein Gott, das tut mir so mit leeren Akku, ihr habt den Nachttisch nie mehr gesehen. Es gab noch Früchte mit so einem flambierten Eis. Ja, also das Eis wurde nicht flambiert, es wurde neben dem Eis flambiert. Genau. Also war nichts Spektakuläres. Ich fand es für Preis-Leistung gut. Ich habe mir aber viel mehr versprochen. Also wir haben 50 Euro gezahlt dafür. Mit Getränke. Genau. Ja, also es war okay das Essen, aber wir haben uns das einfach spektakulärer vorgestellt, dass der hier einfach mit mehr Sachen um sich schmeißt und so. Ich weiß auch nicht. Na, wie man es halt irgendwie vom Fernsehen her kennt. Verschlafen. Wir eigentlich geschlafen haben, nicht, aber müde. Auf dem Weg, wir werden gleich abgeholt. Auf dem Weg zum Flughafen. Es ist jetzt 11:45 und unser Flieger geht um 3. Ich bin schon traurig. Was ist das? Ich bin fett. Ich habe mir vor einer Woche, wo wir beim Shoppen waren, eine Hose gekauft, die hier. Jetzt pass auf. Die ist mit dem Knopf. Das ist zum Kotzen. Und der Knopf geht die ganze Zeit auf. Das war letzte Woche noch nicht so. Bist du aufgedunsen vom Wasser? Aufgedunsen vom Wasser. Und am Flughafen total zerstört, ey. Es ist, glaube ich, 1:15. Die Katie ist jetzt auch wach.
so halbwegs und gucke ein bisschen betröppelt. Und hier ist es halt extrem krass. Das ist uns letztes Jahr schon aufgefallen. Vor 4 Jahren, als wir das letzte Mal da waren, war das noch nicht so. Ja, dass hier die Megakontrollen sind. Wenn man jetzt zur Türe reingeht zum Flughafen, muss man schon einen Ausweis herzeigen. Also man kommt gar nicht ins Flughafengebäude, ohne den Ausweis vorne herzuzeigen. Hier hinten zum Beispiel steht so ein Militärauto mit bewaffneten Leuten drin. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob einem das ein gutes oder ungutes, eher ungutes Gefühl geben soll. Aber so ist es halt jetzt. Irgendwie ist hier nachts teilweise mehr los als tagsüber. Hier geht's ab ohne Ende. Ich weiß nicht, nachts um eins. Ja. Wie viele Flieger da fliegen? Es fliegt einer nach Leipzig, einer nach Zürich, einer nach Basel, einer nach München, einer nach Hannover, einer nach Hamburg. Läuft. Kommt die Kontrolle Nummer 2. Gerade am Eingang gab es schon mal dieselbe, wo man eben ne, Taschen und Schuhe ausziehen. Nee. Tom hat noch Cola dabei. Magst du mal Orangensaft? Ich habe voll Verpflegung mitgenommen. Frisch aus dem Flieger und nach Hause gefahren. Jetzt haben wir uns gedacht, wir gönnen uns noch ein Frühstück. Die Binky hat uns abgeholt. Papi ist noch da. Der Flug war gut. Katie hat die meiste Zeit geschlafen und wenn nicht, dann hat sie... Nein. Ja, den brauchen wir heute ganz arg. Irgendwie ist sie noch müde. Den Dreiviertelflug irgendwie geschlafen und am Ende hat sie dann ja noch, was weiß ich, 1-2 Folgen Paw Patrol angeguckt. Aber es war echt easy. Oder? Wie war es im Flieger? Gut. Ich bin vorgetan. Ja. Mhm. Und Pepper Woods. Ah, Pepper Woods hast du angeschaut. Ja, und Paw Patrol. Mhm. Da ist ja noch Pünktchen im Gesicht. Woher kommen denn die Pünktchen? Hä? Bist du die Pippi Langstrumpf immer noch? Ja. Also es war ein wunderbarer Urlaub mit vielen Schmerzen und Leid. Und ich freue mich wieder hier zu sein. Papa. Immer besser. Warte, 20. Auch ich bin angekommen. Ich hab schon 20.